Okay Leute, falls ihr noch günstige Coins braucht, checkt mal meine Sponsoren IG Fold und MMOGAOS. Links und Team of the Season Rabattcodes findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Was geht Leute und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Football Video. Und ich hab's euch ja gesagt, ich werde zu dem 98er Team of the Season Ibrahimovic schon ein Video machen. Ich hab's ja bislang zu jedem guten Spieler gemacht. Zu Messi, zu Di Maria, zu Ronaldo, zu Suarez, was weiß ich, alle kranken Team of the Seasons haben bislang ein Team of the Season Foot Draft bekommen. Und da machen wir das Ganze natürlich auch mit Ibrahimovic. Ich würde sagen, wir starten direkt. Schauen wir direkt, ob wir den hier in Ibra in Foot Draft bekommen. Ich würde sagen, wir starten ins Team Building. Let's go. Okay, wir nehmen die 4-3-3 Formation. Let's go. Das sind unsere Captains. Carvajal, Aubameyang. Wir nehmen Carvajal mit. Wir brauchen WWVA-Spieler. Für ein richtig fettes Draft brauchen wir die. Benyazi, wieder der nächste Team of the Season Card. Jetzt hier noch Messi. Dann würde es schon gut anfangen. Wir ziehen aber leider nicht Messi. Das heißt, wir nehmen Orellano mit. Oder Oreano. Lass es Zlatan Ibrahimovic werden. Perez, 87er Perez. Naja, geht auch besser. Was ziehe ich hier für Scheißspiel heute? Ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist heute Footdraft bei mir voll im Arsch. Ich ziehe nur Scheißspieler. Ich komme einfach nicht. Ich bekomme nicht die Spieler, die ich haben will. Womit man kranke Teams bauen kann. Alexandro oder Felipe Luis. Wir nehmen Alexandro mit. Wir brauchen jetzt hohe Spieler hier. Anders geht's nicht. Koulibaly, Varane. Wir brauchen nochmal ein paar gute Spieler, Mann. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Ich glaube es nicht. Aus dem Nichts kommt Zlatan Ibrahimovic. Ich habe die ganze Zeit auf ihn gewartet. Und jetzt kommt er auf einmal. Ich habe das ganze Footdraft. Ich wollte das Footdraft eigentlich skippen. Ihr wisst es. Ich zeige euch immer nur die richtig guten Footdrafts. Und natürlich ist nicht jedes Footdraft bei mir gut. Und aus dem Nichts kommt Ibra. Ich habe gerade die letzten Spieler. Ich hatte keinen Bock mehr auf dieses Footdraft, weil nur Scheißspieler kamen. Ich wollte es eigentlich, die letzten Spieler, einfach nur noch fertig machen und dann skippen. Und dann gucken, das nächste Footdraft vielleicht Ibra zu bekommen. Oder was weiß ich. Und jetzt ziehen wir den 98er Ibra. Ey, der Typ ist so selten. Ich habe den ja, ihr wisst es, im Livestream einmal gezogen bei einer Runde Footdraft. Da haben wir sogar einen 191er Squad gebaut. Und jetzt sind wir auch auf einem 191er Squad. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier noch rausholen können. Ich habe es natürlich jetzt ein bisschen verkackt hier. Ich hätte natürlich jeden Spieler ernst mitnehmen sollen. Da seht ihr es, ey. Man sollte niemals aufgeben und immer weitermachen. Denn irgendwann kommt auf einmal dann doch der Spieler, den man erwartet hat. So, warte, ich stelle mal kurz Mascherano hier rein. Egal, das wird gleich noch. Wir kriegen das Team jetzt noch irgendwie hin. Wir sind auf eine 91er Bewertung, auf 80 Chemie. Wir haben jetzt nicht die allerbesten Spieler, aber Zlatan Ibrahimovic alleine, das reicht schon. Vielleicht ziehen wir ja sogar noch Di Maria oder so. Komm, komm, komm. Lass es doch Di Maria werden, das meine ich, ey. Ich habe einen guten Spieler in diesem Team gezogen. Einen guten Spieler, einen richtig guten. Und das war wirklich Ibra. Die restlichen Spieler passen alle komplett nicht ins Team. Egal, was ich hier baue, das passt alles vorne und hinten nicht. Aber wir geben nochmal jetzt die letzten Spieler hier alles. Wir können auch ein gutes Squad raushauen. Wir bräuchten eigentlich nur mal noch einen Torwart und noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Dann hätten wir eigentlich ein ganz gutes Team. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch einen BWVA-Mittelfeldspieler. Koke ziehen wir hier. Schade, der ist jetzt leider nicht zentrales Mittelfeld. Aber ich würde schon fast sagen, wir nehmen den mal mit. Damit wir wenigstens nochmal einen BWVA-Spieler haben. What? Das gibt sogar weniger Chemie. Scheiße, stimmt. Ich müsste ihn hier hinstellen. Dann wird der Bernard linken. Aber das hilft mir gerade auch nicht mehr. Und so bringt es auch nichts. Okay, wir brauchen also immer noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Wir packen erstmal wieder Matuidi rein. Wir sind aber immer noch auf einer 91er Bewertung. Komm bitte, lass es nochmal ein BBVA-Spieler werden. Iniesta, Digga. Boom. Aus dem Nichts. Kommt noch ganz zum Schluss. Iniesta. Und das pusht die Chemie. Ihr seht es jetzt. Nice, Mann. 91 Chemie. 91er Bewertung. Und jetzt kommen wir doch noch hier auf ein freshes Team. Ich sag's, ihr müsst einfach immer weitermachen. Früher oder später kommt noch ein gutes Team. Wir brauchen nur noch 9 Torwart. Dann sind wir so auf 97 Chemie ungefähr. Und das sollte reichen. Das sollte dann mit Manager, sollten wir dann easy auf ein Team mit 100 Chemie kommen. Wir packen nochmal kurz hier Koke von der Bank. Vielleicht schaffen wir es sogar hier, das 91er Squad zu halten. Da bräuchten wir natürlich jetzt noch die letzten 3 Spieler. Müssten alle richtig krank werden. Am besten noch ein paar Spieler mit einem Rating von über 87. Dann wäre das hier möglich. Vielleicht halten wir noch das 191er Squad. Come on, weiter geht es. Die letzten 3 Spieler. Digga, die müssen jetzt einfach nochmal gut werden. Weiter geht es um Titi. 85er. Team of the Season. Perfekt ist es jetzt nicht. Wir sind leider auf 90 runter. Ihr seht es. Miranda hätten wir noch. Und Juan Fran, warte mal, wir könnten
vielleicht auch Miranda mitnehmen. Miranda würde natürlich Alexandro hier perfekt linken. Aber dann bräuchten wir natürlich auch noch einen Serie A-Torwart. Und ob wir da noch einen Serie A-Torwart ziehen, das weiß ich nicht. Aber eigentlich ist es egal, ob wir Umtiti oder Miranda mitnehmen. Beide haben 85er Rating, von daher würde ich sagen, wir nehmen Miranda mit. Guckt euch an, wir könnten es so machen. Natürlich wäre unser Rating dann schlechter, aber wir können uns jetzt quasi einen Torwart aussuchen. Wir brauchen nur einen Serie A oder einen BBVA-Torwart. Und dann sollte das Ganze hier auf jeden Fall irgendwie passen. Natürlich hat Iniesta jetzt auch nicht die beste Chemie, ja, aber das kriegen wir gleich noch hin. Wir müssen auf jeden Fall schauen. Die letzten beiden Spieler müssen nochmal gut werden. Hector ziehen wir, okay. Den können wir eigentlich nicht gebrauchen. Scheiße, wir ziehen hier hinten noch Maicon. Aber den können wir auch nicht gebrauchen. Warte mal, wir nehmen einfach Hector mit, würde ich sagen. Oder bringt uns hier Thunderwheel, hätten wir noch. Scheiße, hätten wir mal eben noch die Maria gezogen. Dann hätten wir Thunderwheel hier noch einbauen können. Aber haben wir leider nicht. Das heißt, wir nehmen einfach Hector mit. Wir sind auf einem 90er Rating. Wir sortieren mal kurz die Spieler hier. Ich weiß es nicht, ob wir noch irgendwie was rausholen können. Wir packen mal Mascherano von der Bank für Koulibaly. Wir kommen zur letzten Karte. Okay, ihr wisst es. Wir brauchen entweder ein Serie A oder ein BBVA-Tor. Aber am besten natürlich ein Handanovic oder so. Der würde bei Inter spielen. Oder einen spanischen BBVA-Torwart. Come on, los geht es. Lass es bitte ein passender Torwart werden. Okay, wir haben einen passenden Torwart. Wir hätten sogar auch... Nee, ein Serie A-Torwart hätten wir nicht. Okay, wir haben diesen Joel. Leider nur Silbertorhüter. Aber das ist nicht so schlimm. Wir nehmen den mit. Wir stellen ihn hier rein. Dann sind wir auf 94. Jetzt kommt aber Mascherano wieder ins Team. Schon sind wir auf 97. Boom, Mann. So hatte ich es doch eben schon vorausgesagt. Nice. Und mit Manager sollten wir, wenn alles gut läuft, ja, vielleicht 3 Chemiepunkte kriegen. Das wird schwer, aber vielleicht ist es irgendwie möglich. Warte mal, wenn wir hier rüber Iniesta stellen, dann bringt es auch nichts. Könnten Koke auf die rechte Seite packen und dann wären wir auf 99 Chemie. Also, so würde es auch gehen. Schauen wir mal, dann sortieren wir mal kurz. Messi werden wir natürlich gleich sofort einwechseln dann, aber dann haben wir wenigstens hier die 100 Chemie schon mal sicher und das wollt ihr natürlich auch sehen. Wir tauschen mal kurz, kommen. Wir können vielleicht noch auf ein 90er Rating kommen. Klaassen noch mit auf die Bank. Schade, Mann. Kein 190er Squad mehr. Vielleicht noch mit Manager. Schauen wir mal kurz. Wir machen den Manager noch zum Schluss. Sanchez hätten wir. Der würde, ja, Mascherano und natürlich Messi-Chemie geben. Aber ich würde sagen, wir nehmen hier diesen Spanier mit. Und natürlich, wie ich es euch gesagt habe, sind wir auf 100 Chemie. Wir brauchen nur einen Chemiepunkt. Das ist mit Manager easy zu machen. Und da ist unser Team. Da sind die besten Spieler. Zlatan Ibrahimovic, Matuidi, Cech. Aber wie gesagt, das Team ist nicht das allerbeste, aber ich habe auf diesen Zlatan gewartet. Ich wollte euch unbedingt ein Team mit Zlatan Ibrahimovic zeigen, ihr wisst es. Okay, wir lassen Messi erstmal draußen und das ist geschehen. Das war mein Ziel und jetzt spielen wir natürlich mit diesem Team. Ich bin mal gespannt, was wir noch damit rausholen können, ob Zlatan hier auch genauso gut ist, wie seine Karte aussieht. Und da würde ich sagen, falls ihr noch Coins braucht, checkt meine Sponsoren IG Folge und MMOG aus. Links dazu sind wie immer unten in der Videobeschreibung, ihr wisst Bescheid. Team of the Season Rabattcode findet ihr auch noch in der Videobeschreibung, falls ihr noch ein bisschen was sparen wollt, falls ihr euch Coins kauft. Und dann würde ich sagen, starten wir ins erste Spiel. Let's go! Jetzt bin ich mal gespannt auf unseren Gegner. Da ist der 186er Draft. Digga, was hat er gebaut? Mit Buffon hinten im Tor. Okay, da wird es Ibra vielleicht ein bisschen leichter haben. Buffon nur 3 Chemie. Mal schauen, ob Ibra da das ein oder andere Tor mehr schießen kann. Hoffe ich mal. Komm, lauf hinterher. Lass ihn nicht das Tor erzielen. Nein, du spielst ihn denn direkt wieder auf den Fuß. Ist das denn euer Scheißernst? Wie viel Pech kann man eigentlich wieder haben? Joel, was machst du da? Den kann man auch mal besser halten. Schicken Ibra durch. Wir schicken Ibra durch, Mann. Guck, mach ihn. Du schießt ihn drüber. Ist das dein Scheißernst? Was ist hier mit meinen Spielern los? Ich check es nicht. Ich check's einfach nicht. Komm, hol den Kopfball. Mei, warum laggt es so? Es ist total am Laggen. Aber wir machen ihn trotzdem rein. 1:1. Boom, endlich. Ich dachte schon, das Tor fällt hier nie mehr. Ich hatte es wirklich jetzt in der zweiten Halbzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, verdient gehabt. Wir hatten so viele Chancen. Und jetzt sind wir endlich wieder hier im Spiel. Lauf bitte einfach vorne in die Mitte. Ibra muss jetzt. Da vorne in den 16er, da ist er doch. Oder auch nicht, Koke mit einem Fallrückzieher. Aus 25 Metern, aus 25 Metern, aus 15 oder was weiß ich. Aber von da kommt man kein Fallrückzieher-Tor machen. Er versucht es trotzdem, juckt ihn einfach gar nicht. Ist das Tor. Aber komm, das ist die entscheidende letzte Möglichkeit. Ibrahimovic mit dem 2:2. Aber sowas von verdient, man, endlich. Boom, Mann. Endlich hat Ibra mal gezeigt, was er kann.
Und schon steht es 2-2. Wir haben noch 8 Minuten. Und jetzt machen wir noch. Komm, wir machen noch das 3-2. Ich habe es im Gefühl. Warte, nicht voll offensiv, aber schon sehr offensiv. Okay, nochmal wie gerade. Iniesta wieder mit der Flanke. Die war gut. Dahinter ist Ibra. Oh nein, wie knapp war das denn? Der Torwart ist gar nicht mehr hingegangen. Der Ball wäre reingegangen. Ich sag's euch. Und es geht ins Elferschießen, Mann. Wie lange hatte ich das nicht mehr? Hier bei Footballhaft ein fucking Elferschießen. Und wir haben Silbertorwart. Joel muss jetzt hier alles halten. Komm, den haben wir ja wohl. Er lupft in die Mitte. Lupfer sind so dumm. Die sieht man schon 3 Jahre vorher. Komm, Neymar. Hau ihn oben links in die Ecke. Boom, 1-0. Okay, so kann es starten. Jetzt müssen wir aufpassen. Komm, wir halten den nächsten nochmal. Gamero, er schießt diesmal links. Oder auch nicht. Fang, 1-1. Egal, weiter geht es mit Zlatan. Komm bitte, mach ihn rein. Zlatan, 2-1. Oh shit, der war knapp. Der hätte auch gut und gerne gehalten werden können. Okay, David Luiz kommt wieder. Der macht ihn wieder richtig locker. Nein, ich dachte, er schießt in die Mitte. Okay, bislang jeder Elfer drin, außer sein erster. Gucke, mach ihn bitte, mach ihn, mach das 3-2. Ich wusste es, dass er den jetzt hält. Fuck, ey, schade, okay. Er ist wieder dran. Entweder schießt in die Mitte oder nach links. Ich bleib in der Mitte stehen. Nein, wäre ich mal nach links gegangen. Hätte ich den Scheißball gehabt. Ey, er schießt mit so wenig Power. Da weiß man gar nicht, wo er jetzt genau hinschießt. Matuidi, jawohl, der ist drin. Okay, es steht 3-3. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Elfer halten. Messi kann doch nicht mehr kommen, den halten wir jetzt von Messi. Joel hat ihn. Und das heißt, wir müssen nur noch reinmachen. Und es ist Andres Iniesta. Komm, mach ihn rein. Boom, Mann. 5-4 gewonnen. Okay, das war echt ein Hardcore-Spiel, ich sag's euch. Okay, im Elferschießen ist natürlich immer ein bisschen Glück. Aber ey, das hätte echt... Das Spiel war hardcore. Gott sei Dank haben wir noch gegen Ende den Ausgleich geschafft. Naja, das war's dann soweit von diesem Footdraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit Zlatan Ibrahimovic. Kann man auf jeden Fall mal einen Footdraft bauen. Hat man auf jeden Fall einen richtig kranken Stürmer von dir drin. Lasst gerne ein Like da. Ich würde mich über 3000 Likes und natürlich ein Abo von euch freuen. Falls ihr noch günstige Coins wollt oder so, checkt mal meine Sponsoren IGFold und MMOG EOS. Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Genauso wie ein Team of the Season Rabattcode. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Haut rein und...